Mann, ey, so furchtbar. Lana had saved an unusual girl named Agatha from the Twilight. To thank Lana for her rescue, Agatha gave her a goddess butterfly, an insect that could guide her wherever she wished to go. A curious Twi'lek named Midna also joined the party for reasons of her own. The heroes follow the goddess butterfly, eventually arriving at the Palace of Twilight. There, they met a terrible foe. It was Zand, the usurper king of the Twilight Realm. Lana and Midna would have to overcome his unnatural powers to complete their task. Ah, da haben wir doch Zand. Es ist immer, dass ich da auf einmal bestätigen muss, vorher nichts auswählen darf. Aber... Ja, so ist das halt. Ne? Erst darfst du nichts machen und dann musst du halt auch noch mitmachen, ey. Ist die Steuerung denn noch gleich? Ja, ich glaube schon. Glaubst? Ja, ich dachte gerade erst, dass das hier das Weglaufen ist, aber nee, das ist ja nochmal ein anderes. Ich muss aber auf meinen Dingens. Also B schlagen einfach. Ja, ja, genau. Also. Nee, aber dabei setzt sie sich auf so ein lustiges Viech drauf. Und dann dachte ich erst, okay, das ist vielleicht die Ausweichung. Aber ja, so. Okay. Also am spätestens, wenn du eine Spezialleiste vorlädst, dann würde ich sehen. Mit X ist richtig. Ja, ja. Ich kann die Bänder mit Christen. Boah, da hängt ein Spruch auf. Achso, dieser Sprung, genau. Wenn du so eine Wand erschaffst, ich kann ja so Wände erschaffen, ne? Und dann kannst du mit Y dagegen springen und dann machst du die einfach alle kaputt dafür. Ah, okay. Das ist halt ein alternativer lange. Boah. Achso, nur eine neue Waffe. Also, neue Waffe ist auch gut, aber... Aber das ist kein Herzog. Ja, richtig. Jetzt können die Eule schon mal weg. Schnellreise kommt. Oh, und hier sind ein paar gegen den Außenposten. Und sein Schuss. Nein! Du warst einfach zu schwer dafür. Ja, wir brauchen ja auf der Brücke drauf, aber gut. Achso. Stimmt, du startest ja auch immer mit Level 1. Mhm. Okay. Komm, Mona. Dann nehmen wir die Festung hier. Oh, man nimmt doch nicht viel Gegner, ey. Hier.
Trinken kaufen. Oh, dann viel Danke für den Lurk und viel Erfolg. Und Daniablo, was geht? Schönen Abend. Hallo Daniablo. Wie geht's dir? Wie wir das Spiel finden? Ganz nice, macht Spaß. Ja, ist schon cool. Das ist ein neues Item. Jetzt können wir uns die Dinger da holen. Ne? Und nicht sterben. Ja, oh. Mit dem Nase leider gar nicht mein Fall, ey. Bin ganz furchtbar. Ja, glaube ich. Twilight Dragon. Na, ich jetzt schon der Boss da? Ja, so ein kleiner Vorgeschmack, glaube ich. Okay. Ich bin total. Wollen wir den Boss denn? ZR, dann kannst du da hoch. Steht auch. Ja, genau, dafür sitzt du mit den Tagen. Argo, das geht gerne voll mit. Okay, der ist da. Ich nehme mal kurz den Außenposten hier ein. Ja, wie macht denn Midna bitte Wände? Also bisher hat sie bei mir keine einzige Wand irgendwann irgendwie gemacht. Midna? Nee, nicht Midna. Du meintest schon, die macht irgendwelche Wände. Achso, nein, mein Charakter. Achso! Mein Charakter macht Wände. Nee, was ist Midna? Nee, sie haut hauptsächlich mit den Wölfen, mit ihrer Schattenmagie. Sie haut hauptsächlich mit ihren Haaren drauf. Ja, das auch. Man, das konnte sie auch ganz gut in Dings hier in den Twilight Princess. Das wäre gut, ey. Aber ich hau mal hier, nehme mal die Festung an. Ich hab immer hier Wände. Meine Wand. Die mag ich nicht. Diese ganz komischen Bomben. Hier. Ja. Richtig gut gelaunt hier. Ganz schon. Oder ist das Ironie? Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich könnte eigentlich mit jeder hinten. Oder ich gehe hoch. Und da hoffen wir, dass du da oben mal das Auto, wenn du eh von der Seite kommst. Ja, komm, das passt schon. Ja, nichts geht über Grinding im Endgame können. Geht nichts Schöneres, als stundenlang immer dasselbe und selber und selber zu machen. Dass man durchgeht, ey. Nö, aber Game bockt schon, hat man Spaß. Ich glaube, wir müssen hier die Festung, glaube ich, auch nochmal einnehmen. Wo bist du denn? Magische Banane. Was da aus hier? Fühlt sich leicht angesprochen. Was? Das kann ich nicht. Geh mal da unten dahin, wo es blinkt. Ne? Capture West Scare and use the Magic Circle. Wo ist denn West? Ja. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, ich mach mal diese Punkte. Ah, das ist da ganz unten, glaube ich. Da bist du aber gerade eher in der Nähe. Aber ich kann auch gerne mit runterkommen, weil ich dachte, ich mache jetzt hier oben was. Ja, nee, mach ruhig weiter, alles easy, ey. Außenposten bedienen Sie. Ja, das ist ja alles gemütlich. Ich mach hier alles, meine Dinger kaputt. Oh, was? Ja. Ach so, nee, Moment. Wo sehe ich denn? Upper Level East. Quest Square. Ein use the Magic Circle. Hier ist kein Magic Circle. Hab ich gelogen, ey. Also, ich mag diese. Ich mag diese. Ich ziehe mal so ein ganz gut ein, ey. Ah, Midna has created a magic circle.
Das ist ja okay. Was tut den denn kreieren? Dann frage ich mich auch. Witzig. Oh. Na gut. Dann aktivierst du einfach mal. Also diese Cutscenes ja die ganze Zeit wieder rausreißen. Das ist furchtbar. Ja gut, okay, manchmal reißen die einen unangenehm raus. Also mich hat bisher jeder einzelne Cutscene aus irgendeinem Kampf rausgerissen. Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist so ein Koop-Ding, weil... Ja. Wobei näher es geht. Also ich glaube, mir passiert das, dann ist das auch damals immer passiert, dass es mich so ein bisschen rausnimmt. Aber gut, ne, Cutscene heißt Video, ist das schon ein bisschen Story-Gedöns. Und da setzt fein. Ich bin happy damit. Ich hab gar nicht so viel gemacht mit ihr, aber ich muss mal merken, wie man diese Wandkombo geht, ey. Das ist eigentlich ganz cool, ey. Die macht schon Bock. Bam! So, diese Starten kommen wieder hin. Nein, nerv mich nicht. Und den Außenposten habe ich doch. Ich denke dann unter den Items müsste ich den Trank haben. Das ist ein Herz zum Beispiel. Ja. Blöde Mumie. Ansonsten, was ich glaube ich immer ganz gut machen kannst, ist mit A kannst du glaube ich ganz gut ausweichen. Und ich muss ja sagen, es hängt aber auch ganz davon ab, wie stark dein Charakter ist. Den kannst du zwischendurch gucken. Also, ne, jetzt zum Beispiel nicht stumpf draufhauen, der macht jetzt einen Flammenwurf. Da geht man gar nicht gewöhnlich dran nicht, sondern wartest du kurz. Dann ist ein Schwachpunkt freigeschaltet. Und dann kannst du den easy bauen. Guck mal nach der Skalpel, oder? So, wo war der denn? Ah. Jawohl. Ich glaube, ein Tod ist aber semi, also gar nicht so schlimm, weil ich glaube, ich kann dann einfach zu dir rüber, lebe dich dann wieder. Okay. Man muss nicht sein. Aber, weiß ich nicht, bisher bin ich noch nicht gestorben. Aber bisher habe ich auch mit keinem so reingeschissen wie mit der Flügeltür. Na komm, mach dein Feuer an. Ich kann einfach nichts. Komm schon. Ma, ich hasse das, wenn die erstmal eine Stunde lang in der Luft sind. Und dann trotzdem nichts machen, ey. Das ist so richtig unnötig, ey. So richtig überflüssig sein, ey. Okay. So, wo bin ich denn jetzt? Soft oder Soul Food? Geil, das Ding wurde eh gehst du da runter, hier wo es aufklingt, da die rote Basis. Rote Basis, ja, okay. Die müsste... Ich war meilenweit entfernt von, aber ja, mach ich. Achso, du bist da, ja nee, dann geh ich da, dann mach ich mal weiter. Dann geh ich da schnell hin.
deine Oberweite mal schnell festgehalten. Bald, was geht? Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Na, wie war dein Tag? Na komm, den kann ich jetzt abwarten. Wow, als Mai, wie viel Banane. Nein, das haben sie auch jetzt. Oh, wir müssen in unsere Basis, das ist wichtig, ich gehe da hin. Ich hab die Festung oben noch erobert. Wo ist jetzt deine. War das jetzt die Truhe bei dir oder bei mir? Also nee, bei mir. Ja, bei dir. Bei mir ist keine erschienen. Was kriegen wir denn? Wieder Urlaub und den ganzen Tag gezockt. Oh, was hast du denn gezockt, Paul? Oh, ein Herzteil. So. Was hast du denn cooles gezockt? Unsere Basis bei 50%, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Oh, den habe ich gehalten, sehr gut. Ah, die haben zwei, da nice. Unten ist der Boss. Ich hole mal kurz hier die Festung. Ja, pass auf, dass der Boss auch gerade unterwegs gewesen. Nein, jetzt ist er aber wieder weg. Oh man, da außen Posten würde ich zurück beobachten. Nein! Schnell! Da muss noch einer. Okay, sehr gut. Wo ist der? Da hinten. Come over here. Danke. Okay. So, dann jetzt mal ein bisschen mehr Platz. Gleich tief das was. Also muss ja hier auf dem Preis warten, ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das mache ich mal. Ich warte einfach mal hier. Oh, Vorsicht, weil siehst du auf der Karte die oben die drei Punkte? Ja. Die müssen auch geil werden. Ja. Die meine. Keine Sorge, da kommt noch eine Katze. Das war die hier. So, ich kann sie. Bah! Also gut, okay, eigentlich greife ich mir den Fino an. Okay, perfekt. Ich geh mal noch rechts rüber. Ich fang den einen da ab, der da entgegenkommt. Mhm. Wie so ein Bowser, ey. Das ist. Ja, ich kann nicht meinen Überspecial aktivieren. Nee, ne? Hallo? Der andere oder ist er. Wie viele Cutscenes braucht das denn bitte? Da sind halt ein paar, das ist auch ein Story-Game. Achso. Kommen wir dann im Story-Game.
wir hatten noch nie so viele Cutscenes, muss ich sagen. Ich schon in Witcher, also von daher. Ja, im Witcher, das ist ja was anderes. Ich meine jetzt hier. Das ist bisher das Ding mit den meisten Cutscenes. Achso, ja, das kann das auch kosten. Wo bist du denn gerade? Oh, ich bekomme weiter die Dinge. Ich habe bisher ja nur einen mit einer Scheiße ist. Oh, dann gehe ich, glaube ich, schon mal nach unten. Ich glaube, ich gehe schnell mal in die Mitte. Danke. So, wo ist denn der Moment, ich bin gerade bei dem. Der ist in der Mitte gegangen. Also. Da wundert mich eben das nicht, dass der eine vorbeigekommen ist. Nee, der ist einfach einen anderen Weg gegangen. Der ist halt einen ganz anderen Weg gegangen. Achso, warte mal, ich würde da runter gehen. Und da den Außenposten wieder zurückholen. Geh mal zur Fee hin. Zweiten. Wir sind eigentlich ganz gut, ne? Wir haben. Ich gehe schnell zur Fee. Boah, schon wieder dieses Huhn, ey. Katzin! Eine Anspielung an Majora's Mask The Legend of Zelda. Weil, da ging es immer darum, den Mond zu entdecken. Der stürzt nämlich auch auf der Erde runter. Oh, Bosskampf! Aber die mittlere Base, die konnte man doch gar nicht erobern, ne? Nee, irgendwie ist die immer noch zu. Ja gut, dann. Da ist aber eine Sprechblase drin. Was ist denn da los? Mann, das irgendwie vielleicht. Oh, jetzt ist offen. Jetzt ist offen. Ah, okay. Rein. Oh, war ein Teil von Dingens, glaube ich. In der Story. Das ist dann, wo Nick meinte, das spielt sich komisch. Ah, okay. Ich glaube, wenn ich den Drachen kaputt mache, ist es nicht so schlimm. Daneben so. You're going to die. Ja, ich weiß auch gar nicht so stark, wie ich mir gemacht habe, ey. Nee, eigentlich ein bisschen stärker vorgestellt. Oh, nochmal. Jetzt muss er aber kaputt sein, oder?
Damn. So, jetzt kommen wir zu dir. Oh, da können wir sogar den Mann die Festung, oder? Hehe. Ja, das war der Plan, wir haben es. Sehr gut. Voll Ende, ne? Ja, jetzt müssen wir ja ihn noch drin. Um den Kollegen. Guck mal, da kannst du gleich noch einen X-Angriff auf ihn drauf tun. Der hat mich gefühlt gar nicht angegriffen. Ich glaube, der war ein bisschen überfordert. Nur an mir. Ja. Ich habe mich, glaube ich, auch kein einziges Mal angegriffen. Der hat so ganz komische Angriffe. Ich kann das jetzt auch nochmal machen. Kann man eigentlich sich die Angriffe, also die Gegner aus die Angriffe hauen? Anscheinend also, habe ich das gerade gemacht. Also frage ich mich immer die ganze Zeit. Ist das möglich? Okay, das war der Endboss. Die ist dead. Und jetzt? Ich hab's geschafft. Guck mal, spoilert die einfach das Spiel. Quasi drei Zelda-Spiele. Lana, whatever are you doing here? Sia. She's the one. I'm cursed to look like this because of her. Well, if I may say that look suits you. Quite fitting for a big-headed princess of Twilight. You. Ugh. Lana, her face! It looks just like yours! I am Sia's other half. She and I were once the same person. What?